Dort, wo schon die eine oder andere lautstarke Landtagsdebatte abgehalten wurde, ist es heute vorbildlich still. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bissendorf hören genau zu bei der Lesung am Weltkindertag. Bei der Briefe vorgelesen werden, in denen andere von ihren Ängsten erzählen. Früher hatte ich Angst vor Spinnen. Und das hat mir geholfen, mich mit Spinnen zu beschäftigen. Heute habe ich Angst in dunklen Wäldern und dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Und das würde mir helfen, ein Regenschirm. Und wenn andere den Mut haben, über ihre Ängste zu sprechen, fällt es den Viertklässlern heute hier eben auch leichter, sich mitzuteilen. Ich habe immer Angst, wenn ich abends mitten in der Nacht aufs Klo muss. Da will ich immer die Tür abschließen, aber die kriege ich dann auch immer wieder auf, weil ich immer Angst habe, dass dann irgendwie ein Skelett ins Badezimmer reinläuft. Dass meine Eltern sterben und ich dann alleine dastehe. Das Lampenfieber, ich bin nicht so der Filmtyp. Warum gibst du uns dann jetzt heute ein Interview? Weil ich mich der Angst stellen wollte. Mit der anhaltenden Corona-Pandemie ist das Bewusstsein für die eigene Verletzlichkeit gewachsen. Auch weil Kindern in diesen besonderen Zeiten nicht immer gut zugehört wurde. Insbesondere von den politischen Entscheidern. Das gibt auch die Landtagspräsidentin zu. Gerade in den ersten Monaten der Pandemie war es so, es gab viele Probleme zu lösen, Fragen zu klären. Es gab ja keine Blaupause für so eine Situation. Und die Kinder, ihre Wünsche, ihre Sorgen haben nicht die Rolle gespielt, die sie hätten spielen müssen. Für Kinder hat sich von jetzt auf gleich alles geändert. Schule, Kita, Sport, Großeltern, Freunde, nichts davon. Selbst Spielplätze waren zeitweise gesperrt. Das macht Angst und die fühlt sich doof an. Das kann man sehr schlecht beschreiben. Also man fühlt sich so, als wenn man in einem ganz kleinen Käfig eingesperrt wäre. Ich habe dann immer so ein Bauchkribbeln und mein ganzer Körper vibriert sozusagen. Bei dem Projekt vom Theater zwischen den Dörfern haben Kinder ihre Herzen geöffnet. Die Botschaft: tut was gegen die Angst, indem ihr drüber redet. Denn Stille ist eben nicht immer gut.